So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 2. Ja, ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen beschleunigt. Weil es wäre im Endeffekt sowieso ein bisschen langweilig für euch geworden. Da ich im Endeffekt wirklich nur drüben dann diese Hauptbasis errichtet habe. Das komplette Hauptlager dort, wo die Orks mal gewesen sind, jetzt errichtet habe. Und jetzt quasi schon mitten im Angriff gegen das Drachenlager strecke. Und ich hoffe, ich werde hier heute erfolgreich sein. Und den entscheidenden Schlag treffen. Sie greifen uns an! Wir zerstören quasi jetzt noch die letzten Türme. So, erstmal wieder zurück. Da können wir uns erstmal wieder heilen lassen. Jetzt können wir natürlich auch weitere Greife wieder machen. Das ist jetzt nicht so wild, dass ein paar gestorben sind. Da wir jetzt noch mehr Goldquellen haben. Einmal unten die, einmal drüben die. Eigentlich alles, was uns jetzt so ein bisschen helfen wird. Na, hier seht ihr es ja nochmal und Sie greifen uns an. Hier fangen wir jetzt an, den alles entscheidenden Hafen zu errichten. Sehr gut. Und jetzt erstmal auf das Hauptquartier drauf. Die Gefahr ist erstmal gebannt. Was soll das? In eurer soll das. Na, steht wieder im Weg. Was soll das? Für den Winter? Schon unterwegs, was soll das? Erstmal schön heilen hier. Schon unter eure Majestät ist mir. Sehr gut. Wir sind erstmal in Ordnung, sind ja neu Rekrutierte. So, dann gleich mal mit hoch. Ihr könnt direkt mal mithelfen, hier ein paar Arbeiter zu zerstören. So, und jetzt greifen wir das Teil erstmal an hier. So, hier können wir schon ein paar Arbeiter mit, Soldaten mitmachen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was bauen. Oder wir brauchen vielleicht eine Arbeit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir das Portal zerstören sollen. So, hier erstmal nach oben. Jetzt geht's gleich zur Sache hier. Kannst du mal noch eine Kaserne bauen? Geht mir zu langsam hier. Was soll der Dienst? Bau du mal noch eine Kaserne. Warum auch nicht? Ah, Schwein stand im Weg. Hallo. So, du jetzt, aber ein bisschen weiter weg. Alles klar. Ja, stehen noch ein paar Drachen, mehr aber auch nicht. Da könnt ihr mal helfen, erstmal zu gucken, was hier noch so ist. Ja, noch so eine Insel, aber nichts von Bedeutung. Na gut, dann könnt ihr erstmal die Drachen hier zerstören. Du bleibst mal weg. Gleich mal mit hier hoch. Gleich der nächste dran. Sehr gut. Dann einmal nach oben. Und dann könnt ihr jetzt erstmal die Bauernhöfe zerstören, die hier so sind.
Kasernen sind jetzt auch fertig, wunderbar. Und unser Schiff bald auslaufbereit. Erledigt. Ja. Haben jetzt eigentlich alle Einheiten, die wir brauchen, parat, um dort loszulegen? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man jetzt vielleicht nicht doch nicht die Greife nutzen soll. Was soll ich tun? Achso, wir sind voll. Naja, ist auch egal. Erstmal hier im Bauernhof, macht den mal mit hin und ihr geht erstmal ins Schiff. Skipper? Ihr Befehl, wie Sie wünschen. So, und dann kann es schon losgehen. Einmal hier hoch. Und dann bin ich mal gespannt, ob das klappen wird. Jetzt bauen die noch einen neuen Bauernhof. Zerstören ja nicht schon genug. So, dann einmal hier runter. Schon unterwegs. Erledigt. Was darf ich tun? Captain Skipper. Können auch nichts machen. Eure Majestät, mir eine Ehre. In eurem Namen. Fehlt da jetzt immer noch so ein Skipper, Arbeiter? Muss da irgendwas gearbeitet werden, weil das gelb ist? Weiß es ja nicht. Wir holen jetzt noch so einen Arbeiter. Ansonsten weiß ich da jetzt auch nicht weiter. Also so angreifen will er sich nicht lassen, das Tor, das Portal, obwohl ich es ja eigentlich zerstören sollte. Erstmal die ganzen Arbeiter zerstören. Ihr macht dabei die Bauernhöfe weiter platt. Ansonsten haben wir ja dann wirklich alles zerstört, was da war. So. Jetzt gucken wir mal. Hier ist jetzt soweit nichts ringsrum, außer der dann noch. Geht mal ans Schiff. Alles klar. Jetzt gucke ich mal, ob die irgendwas anrichten können. Ansonsten würde mir da jetzt spontan nichts mehr einfallen. Hier erstmal auf das Kriegsschiff. Und du gehst nochmal in die Mitte. Oh, das sind sogar noch mehr. Und sogar eine Schildkröte. Na gut, dass wir von der Seite nicht gekommen sind. Das hätte übel enden können. Einmal raus und ihr jetzt mal versuchen, irgendwas hier anzurichten. Selbst die können nichts machen. Was soll in eurem Namen? Ja, okay. Dunkles Portal. Ja? Nee. Hauptquartier sollen wir ja auch nicht bauen. Na, zerstört erstmal das Kriegsschiff. So, und ihr geht mal hier rumschauen, ob hier noch irgendwas ist. Ja, aber ansonsten bleibt nur das. Was soll das? Was soll das? Ist mir ein. So, jetzt machen wir hier erstmal Landerkundung. Ich denke mal, das wird dieses Portal sein. Bloß wie zerstören wir das? Für den König.
Weil über die herkömmliche Tastenkombination zum Angreifen geht's irgendwie nicht. Geht immer noch in die Ecke da. Weil ich persönlich sehe jetzt hier nicht wirklich irgendwas anderes. Ich gucke nochmal, Szenario Zielvorgabe, das große Portal zerstören. Ganz klar und deutlich. Was soll das mir eine Ehre? Wenn ich hier drauf drücke? Nee, oder? Ah, ganz toll. Peinlich, aber es tut mir leid. Ich dachte, das muss über diese normale Tastenkombination passieren, so wie ich schon die ganze Zeit immer wieder angreife, aber nö, wollen sie nicht. So. Jetzt holen wir sie alle mit ran, wenn wir immer dabei sind. Zerstör du mal den. Ihr könnt gleich mal mit in die Mitte kommen. Na, lang wird er nicht mehr halten. So, einmal hier drauf. Sehr gut. Und ab ins Schiff mit euch. Bringe ich euch noch mit nach drüben. Eigentlich so simpel, ne? Aber hätte ich das mal vorher versucht, dann wäre ich vielleicht auch drauf gekommen, dass ich wahrscheinlich nur auf dieses Angriffssymbol klicken muss. Ich mache es die ganze Zeit über die Tastenkombination und denke mich, warum das nicht geht. Ich dachte, man braucht da die Nahkämpfer. So, Portal ist zerstört. Und wir waren siegreich. Speichern das Ganze ab. Sehr gut. Und schauen wir mal. Na, gute Werte haben wir erreicht. Ist über dem schwarzen Morast eingekehrt. Und außer den verkohlten Trümmern des großen Portals vermag nichts mehr an die blutige Vergangenheit zu erinnern. Aus der aufreibenden Schlacht sind sie mit ihren Truppen als ruhmreicher Sieger hervorgegangen. Soweit sie den Konflikt überlebt haben, sind einige Orks in nordöstlicher Richtung geflohen, um ihrer Rache zu entgehen. Sie gestatten ihnen die Flucht, denn sie wissen, dass der Schrecken der Horde auf ewige Zeit gebannt und Azeroth wieder seinen rechtmäßigen Bewohnern zurückgegeben ist. Sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft und wie es dann hier weitergeht in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.